Am Wochenende fanden in Köln die deutschen Fußballmeisterschaften der Journalistenschulen statt. Natürlich schickte auch die Axel Springer Akademie eine Mannschaft, die von zahllosen Fans frenetisch unterstützt wurde. Unser Erfolgsrezept war eine ausgewogene und konzentrierte Vorbereitung, um am Spieltag körperlich und geistig topfit zu sein. Und das Konzept ging auf. Wir spazierten mit 2 Siegen und 2 Unentschieden durch die Vorrunde und erreichten das Viertelfinale. Dort wartete mit dem Turnierfavoriten von der Deutschen Journalistenschule München allerdings eine schwere Aufgabe. Unser Libero Jens Nagler war entsprechend skeptisch. Ich glaube, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann können wir auch im Viertelfinale locker ausscheiden. Trotzdem sammelten wir noch einmal alle Kraft und machten uns heiß, um die Sensation gegen die DJS zu schaffen. Viertelfinale, das wichtigste Spiel des Jahres. Wir sind heiß! Männer, taktisch gehen wir das an wie das berühmte Achtelfinale von 1982 zwischen Torpedo Breslau und Dynamo Lodz. Die Breslauer Taktik unseres Spielertrainers Fritz Esser ging zunächst auf und wir gingen gegen die Münchner sogar 1:0 in Führung. Doch am Ende unterlagen wir 1:3 und schieden deshalb im Viertelfinale aus. Die Enttäuschung war natürlich riesig. Das kann doch nicht sein. Jedes Mal meine 3. Teilnahme und es ist immer ein Viertelfinale. Immer ein Viertelfinale. Vor allem, wir kennen das unserem Chef. Und vor 2 Jahren war es auch gegen die Münchner. Immer Meter schießen. Und auch ein Taschentuch. Ja, wir waren bummstark, wir waren viel besser. Völlig unverdient verloren. Ich weiß gar nicht, wie wir da Tore machen können. Und jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß auch, dass es genauso nicht war. Und natürlich freuen wir uns schon jetzt auf die Revanche im nächsten Jahr, dann in München.